Willkommen zurück zu Slime Ranger, den dritten Part. In diesem Part wollen wir den Kurs Slime Suche fortsetzen, indem wir eine weitere Wand bauen für unsere Katzenschleims, die ja im letzten Part abgehauen sind. Schnarr. Von allem, ich beschütze in den letzten Part die Hühner und esse gerade Hühnerfrikassee. 1A. Könnt ihr bitte drin bleiben? Bände kosten 3,50. Dann sollten wir die mal besorgen, bevor noch was Schlimmes passiert. Die auf jeden Fall sind noch gut gelaunt. Aber noch keinen Block gegeben, weil sie noch nicht gefüttert wurden. Die Hühnchen sind auf jeden Fall hier verteilt. Gibt es irgendwie eine Anrufstation? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir weiter jetzt suchen. Wir platzieren einfach mal das Essen. Für die Katzen. Bon Appetit, ihr Kleinen. Wollen wir nichts. Lauf ich wieder ein. Gib es den anderen. Wir wollen nämlich immer was. Zeit zu sammeln. Diese Zeiten sind auch die Mondschleims vor Ort. Sorry, Küken. Ihr zwei fliegt auch. Ich will das Essen hier. Die Slimes sind natürlich süß, aber leider naja, kurz schon nah. Was will eigentlich dieser Schleim hier essen? Mag der Pogofrüchte? Ja, mag er. Man muss ihn füttern, bis er platzt. Das ist echt. Ah, hier ist ein Hinweis. Hinweis, so hey, ich will die essen. Okidoki, dann müssen wir für ihn Pogofrüchte suchen. Weitere Meat Slimes. Normalen schießen wir raus. Hallo. Hab genug. Oh, habe ich ihn gerade im Wasser geopfert? Sorry, Kleiner. War ich nicht vorsteinig schon? Das sage ich noch nicht, aber der bibbert schon. Der ist kurz vom Platzen. Im nächsten Part vermutlich geht er hoch. Der hat Suizid gegangen und ich gleich mit. Du bist K.O. gegangen! Nein!
Ja, hier, ihr Essen. Oh, war das knapp. Sind alle abgezischt. Wenn man K.O. geht, ist es ja gemeingefährlich. Hier, nehmt das Essen, Leute. Man sollte auf keinen Fall K.O. gehen. Das war aber auch doof. Ich bin in ein Gebiet gefallen, wo ich nicht mehr raus konnte. Habt doch euer Essen. Jetzt isst ihr auch. Und die Katzenschleim sind natürlich abgehauen. Dass sie nichts zu essen hatten. Jetzt habe ich Probleme. Ey, du Kleiner. Essen ist da drin. Ich hab ihnen doch Essen gegeben. Warum sind die immer noch auf Hunger? Da lag noch eine Karotte. Deswegen sind sie so abgegangen. Eieiei, das ging ja gerade völlig neidlos. Und wir haben das Geld für die höhere Wand. Ich glaube, die sollten wir als beide Käfige machen. Falls das nochmal passiert, will ich nicht in der Haut sein. Auf jeden Fall für die Katzenschleims, die immer wieder abhauen und jetzt richtig Hunger haben, können wir eine höhere Wand ziehen. Die sind auf jeden Fall jetzt hungrig, aber gesichert. Ich sollte dringend Schockwelle. Okay. Nein! Das Huhn! Oh. Der ist die Hütchen! Nicht die Hütchen! Also wirklich, ihr kleinen Schleim! Bleibt in eurem Gehege! Hütchen sind meine Freunde! Eine Karotte rein, jetzt eskaliert's bestimmt. Oh Mann, die streiten sich um die eine Karte. Irgendwie mies, aber ich habe nichts anderes. Und meine Hühnchen verfütter ich nicht. Was ist das eigentlich für ein Gebiet? Das kann man bestimmt auch noch kaufen. Das Labor. Ui, ist das teuer. Das weiß man doch niemals. Ich bringe mal lieber das Hühnchen in Sicherheit. Was ist das? Eine Info. Lichtschleim sind hoch, die sind hoch, die sind höher, die sind höher, die sind höher. Okay, gerade gute Werte. Die haben alle Hunger. Ich muss was zu essen für sie finden. Was war dringend? Der doofe Tod hat mir viel gekostet. Ist ja alle Bären auf? Die brauche ich. Tschüss. Eure Strafe. Oh shit, die sind alle in den Teich geflogen. Sorry. Die Karotten vergreifen sie sich auch.
baut die Früchte. Mit dem großen Schleim. Hier, Klein. Ist schon. Ihr werdet es brauchen. Oder mögen die keine Karotten? Kann es sein, dass sie keine Karotten mögen? Sie mögen keine Karotten, anscheinend. Die mögen nur Hühnchen. Shit. Wir müssen die Hühner opfern. Und uns eine Hühnerfarm machen. Denn die Katzen essen nur Hühnchen. Die sind nur Fleischfresser. Das ist super. Ey. Ihr geblieben. Und ihr beide auch. Doch dringend höhere Wände da. Wieso ziehe die höheren Wände heute? Eine haben wir ja schon. Es tut mir leid, Huhn, aber ich muss herausfinden, ob die wirklich nur Hühnchen essen. Ja, sie essen nur Huhn. Sie essen nur Huhn. Das sind aber Raubkatzen. ...26 dafür bekommen. Dann muss ich wohl ein paar Hühnchen sammeln. Tut mir leid, ich kann die Hühnchen doch nicht verschonen. Die werden essen, wie man essen. Ach, tut das, als ich weiß. So bringe ich die Früchte zu dem großen Schleim und hoffe, ich werde nicht nochmal drauf gehen. Nein, Küken gehen nicht bei mir drauf. Das möchte ich gleich sagen. Gib mir das Huhn. Der ist geplatzt. Ich habe einen Schleimschlüssel. Und nehmt mal die Box. Die kleinen, die aus dem großen entstanden sind, nehmen wir natürlich auf. Ist keine Frage. Ich habe einen Schlüssel erhalten, vermutlich für die Box da oben. Und irgendeine Tür, auf jeden Fall ist es für irgendwas. Und ich vermute es für diese eine Box da hinten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, 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 oh, Schande. Wo ist der? Wo ist der? Ich hab den Schleim irgendwie weggeschossen. Ach, da. Okay, dafür ist der Schlüssel anscheinend nicht. Könnt ihr mich mal in den Kommentaren bitte deswegen aufklären, wofür die Schlüssel sind? Der muss auf jeden Fall für irgendwas sein.
Ich habe auf jeden Fall zwei Hühnchen. Schlemms haben sich inzwischen beruhigt. Und jetzt tun mir die Hühnchen richtig leid. Kätzchen? Ja. Ich wollte nur die Mietsplatt. Bevor wir keine höheren Wände haben, können wir unsere neuen Freunde nicht in das Gehege lassen. Leider. Füttern. War das knapp? Beinahe ist eine Wespe bei mir reingeflogen. Verflixt und zugenäht. So ein mieses Teil. Beinahe wäre sie reingeflogen. Boah. Und ich glaube, wer Mario Party DS gesehen hat, weiß genau, was ich für eine Panik vor Wespen und Bienen habe. Warum sind die bitte schon noch im November aktiv? In dieser Zeit müssten die schon längst inaktiv sein. Ich habe einen Achievement namens Fang bekommen. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Wenn ich es habe, dann kann ich endlich das neue machen und beende diese Folge damit. So, das hätten wir. Aber wir haben noch ein bisschen zu wenig. Wir brauchen noch einen Plot oder sowas. Vielleicht auf die Maschine ein. Ja, aber das reicht nicht. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch, um die letzten reinzulassen. Oh, ich bin gerade auf einen von denen gehüpft. Endlich haben wir es. Wir können die letzten lassen und den Part für heute verenden. Höhere Wände kaufen. Und die Slimes vom Gigaschleim können freigelassen werden. Der Gigaschleim hat super eingehauen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen.
bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.